Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute machen die Grünen Armin Laschet zum Kanzler. Ja, Deutschland hat gewählt und ja, die Stimmen sind jetzt eindeutig ausgezählt und der Gewinner dieser Wahl von den Prozenten her ist die SPD, wie wir hier sehen, mit 25,7%. Die Union kommt auf 24,1% und liegt damit 1,6% hinter der SPD. Die AfD kommt auf 10,3%, die FDP auf 11,5%, die Linke auf 4,9%, kommt aber aufgrund der drei gesicherten Überhangsmandate doch in den Bundestag und die Grünen kommen auf 14,8%. Ja, und jetzt fangen natürlich die ersten Koalitionsgespräche und Sondierungsgespräche an. Und dabei wird es jetzt sehr wichtig, wie sich die in Anführungszeichen kleineren Parteien der FDP und Grünen einigen werden. Denn die beiden werden vorab Gespräche führen und gucken, was sie für gemeinsame Schnittmengen rausarbeiten können. Und dann am Ende wird geguckt, welchen Partner holen wir uns denn dazu? Welchen großen Partner? Wird das die Union oder wird das die SPD? Und dabei stellt sich natürlich auch die Frage, wen traut denn Deutschland das Amt des Bundeskanzlers zu? Und hier haben die Leute eigentlich relativ eindeutig abgestimmt mit 66% für Olaf Scholz, 27% für Laschet und 20% für Baerbock. Und viele sagen jetzt, vor allem aus den grünen Lagern, dass man Laschet einfach nicht zum Kanzler machen darf. Wir haben uns dafür mal ein paar Ausschnitte aus Twitter angeschaut, die wir hier wirklich natürlich auch preisgeben wollten. Und dort zum Beispiel ein Beitrag, sollte Jamaika kommen, trete ich umgehend aus den Grünen aus. Der Halbe trägt eine Maske, schreibt, würden die Grünen das machen, würde ihnen das in der Zukunft arg schaden. Das wissen sie auch. Das war eine Antwort auf den Tweet, die vielen Menschen, die Grün gewählt haben, um Laschet zu verhindern, werden sich natürlich besonders freuen, wenn die Parteispitze eine Koalition mit FDP und CDU vorantreibt. Olsen schrieb, die FDP faselt im MoMA schon wieder von Jamaika. Wenn die Grünen uns 4 Jahre Laschet einbrocken, dann verspielen die viel Wählerrückhalt. Rainer schrieb, wenn die Grünen Laschet kann's nicht wirklich zum Kanzler machen, werden die bei der nächsten Wahl unter 5%. Und hier nochmal ein bekannter Schauspieler, Armin Rohde, schrieb, sollten die Grünen im Duett mit der FDP Laschet zum Kanzler machen, wird das ihr politischer Suizid. Ja, das sind so die ersten argumentativen Kommentare über die Grünen auf Twitter. Es gibt auch sehr viele Kommentare auf Facebook oder auch auf den Instagram-Kanälen der Grünen und auch vor allem persönlich bei Annalena Baerbock und Robert Habeck. Die Grünen-Wähler sind sich hier sehr einig und wollen kein Armin Laschet als Kanzler. Und wenn man natürlich auch auf die Mehrheit der deutschen Bundesbürger schaut, will hier, glaube ich, niemand Armin Laschet als Kanzler. Natürlich ein paar kleine Prozente, aber hier sollten die Grünen gucken, dass sie vor allem nicht ihre Wählerstimmen am Ende missbrauchen. Denn zumindest aus der Sicht der grünen Wähler ist Armin Laschet für sie oder für die meisten, für die überwiegende Mehrheit wirklich keine Option. Aber so wie es gestern schon in der Berliner Runde so ein bisschen durchklang, wollte vor allem Christian Lindner nicht von der CDU-CSU abrücken aufgrund der größeren Schnittmengen. Und die Grünen sagten eher so, ja, wir machen es im Prinzip mit jedem. Hauptsache wir kriegen unsere Forderungen durch. Und das finde ich vor allem deutlich schwach, vor allem wenn man mal auf die Ergebnisse schaut. Denn die Grünen sind die drittstärkste Partei mit 14,8%, egal wie man das finden mag. Aber sie haben doch eigentlich die größere Verhandlungsposition, lassen sich jetzt vielleicht von der FDP einlullen und zu Jamaika überreden und machen am Ende eine abstürzende Partei, also die Unionspartei mit 24,1%, also 1,6% hinter der führenden Partei und einen unfähigen Kanzlerkandidat, der sich noch nicht mal selbst wählen kann, am Ende wirklich noch zum Bundeskanzler. Das wäre unverzeihlich, zumindest für die meisten grünen Wähler, egal wie man da von außen drauf schaut. Aber wenn wir aus den Lager der Grünen auf diese Situation schauen, ist das wirklich haarsträubend, wenn die Grünen Armin Laschet zum Kanzler machen. Deswegen jetzt natürlich auch nochmal die Frage an euch. Wie seht ihr das? Wen hättet ihr natürlich auch gerne als zukünftigen Kanzler? Vielleicht wieder auch irgendwelche Leute aus anderen Lagern, ne? Aber natürlich, wenn wir uns jetzt in diese Phase der Grünen hineinversetzen, dann könnte das wirklich der politische Suizid bedeuten, wenn man jetzt Armin Laschet zum Kanzler macht. Trotzdem, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao.